zusammen. Willkommen zu einem neuen Spofani-Video von mir. Heute geht es um das Thema Konzentration und gute Laune. Wir beginnen mit der guten Laune. Ich habe zwei Übungen für euch, die euch wirklich wieder ein bisschen aufmuntern, wenn es euch mal nicht so gut geht, wenn ihr vielleicht auch sehr müde seid und irgendwie nicht so richtig Antrieb habt, für was zu machen. Ihr stellt euch zuerst mal locker in die Knie, ungefähr hüftbreit, schulterbreit. Ja, also so, dass die Knie unter der Hüfte sind oder unter den Schultergelenken. Jetzt verschränkt ihr vorne eure Hände, Handflächen zeigen nach unten. Und ihr atmet jetzt mal aus und geht von rechts nach links. Und dann geht ihr nach oben und atmet beim nach oben gehen ein. Und nach unten aus und nach oben ein. Und jetzt fasst ihr euch einen Gedanken, der euch sehr quält. Den atmet ihr praktisch jetzt mal raus, lasst ihn unten. Und einen schönen Gedanken nehmt ihr mit nach oben. Macht es so langsam und so schnell, wie ihr das hinbekommt. Macht das so lange, bis es euch wieder gut geht. Und versucht auch richtig schön über die Rippen zu merken, dass ihr da lang macht. Auch ganz wichtig. Und wenn ihr merkt, super, jetzt geht es mir schon ein Stück besser, kommt ihr zur Mitte zurück. Die zweite Übung fängt damit an, dass ihr zuerst mal ganz weit nach unten geht und euch richtig klein macht. Lasst die Arme wirklich hängen, ja. Lasst den Kopf auch ein bisschen hängen. Irgendwas, das euch sehr quält, ja. Da hat man ja den Kopf immer so ein bisschen hängen, wenn es einem nicht gut geht. Daran denkt ihr jetzt mal und jetzt versucht ihr ganz langsam mit jedem Ausatmen das Schlechte, was euch gerade so belastet, unten zu lassen. Ja? Das atmet ihr richtig raus. Und dann immer wieder beim Einatmen kommt alles Gute, was ihr so erlebt, was euch gefällt, was euch Freude macht, in euch rein. Ja? Beim Ausatmen alles Schlechte raus, beim Einatmen alles Gute rein. Und durch dieses Einatmen, ja, wird ihr jedes Mal ein Stück größer. Es geht jetzt natürlich auch auf die Oberschenkel, klar. Und jedes Mal ausatmen, was Schlechtes unten lassen. Beim Einatmen nach oben kommen. Ganz, ganz langsam. Stellt euch vor, ihr hättet hier so einen riesigen Ballon, den ihr immer weiter aufblasen würdet. Und irgendwann seid ihr ganz oben. Wenn ihr ganz oben seid, dann platzt der Ballon und ihr kommt wieder nach unten. Zweite Runde. Das könnt ihr so oft machen, wie ihr möchtet. Der zweite Runde auch wieder. Jedes Mal, wenn ihr ausatmet, atmet ihr alles, was euch belastet, aus. Und alles, was euch Freude macht, atmet ihr ein. Und ihr habt wieder diesen Ballon, der Stück für Stück größer wird. Größer wird und größer wird, größer wird. Er ist ganz groß, ihr seid oben. Arme gehen auch hoch und er platzt. Ja, man platzt richtig aus, aber alles Schlechte geht raus. Ein letztes Mal, ihr könnt das natürlich viel, viel öfters machen. Wieder richtig schön. Beim Einatmen werdet ihr größer, beim Ausatmen lasst ihr alles, was euch belastet, nach unten. Und jetzt lasst ihr euch ganz locker sinken. Wie gesagt, das könnt ihr ganz, ganz oft machen. Ihr merkt auch, dass euch das richtig dieses am Schluss schön aus. Atmen, ja, dieser Luftballon platzt, alles, was euch belastet hat, was euch gedrückt hat, das platzt weg. Macht das so, wie es euch gut tut. Bei der zweiten Übung geht es jetzt darum, die Konzentration ein bisschen zu fördern. Das ist immer ganz schwierig, wenn man auch lange an den Hausaufgaben sitzt oder vielleicht auch so irgendwie, ja, einfach einen himmeligen Tag hat, sich da wieder ein bisschen zu fassen. Ihr geht hin, kauert euch nochmal zusammen und konzentriert euch jetzt einfach mal richtig darauf, dass ihr ja, so ein bisschen Ruhe in euch selber findet. Ja. Gebt mal Zehendruck ganz fest mit den Zehen in den Boden reindrücken. Und dann geht ihr langsam hin, hebt euch wieder, so ähnlich wie jetzt die Luftballonübung. Manchmal wird auch beides als Luftballonübung bezeichnet, obwohl es ein kleines bisschen anders ist. Ihr hebt euch langsam, die Arme gehen nach vorne. Und ihr versucht den Zehendruck die ganze Zeit zu spüren. Ihr geht nach vorne, Bauchnabel ist fest drin. Geht langsam nach vorne. Und jetzt gehen die Arme nach hinten, Brustbein nach oben. Ihr schiebt richtig schön lange raus, Arme sind nach hinten. Und dann gehen die Arme wieder nach oben. Ihr konzentriert euch immer noch auf eure Zehen und geht langsam wieder nach unten. Dann wieder Zehendruck ein bisschen lösen. Gibt ihr wieder den
fetten Zehendruck, vor allem Großzeh und Kleinzeh, ganz fest in die Matte reindrücken. Dann hebt ihr nämlich noch euer Fußgewölbe. Dann kriegt ihr sozusagen einen besseren Gang. Aber es ist auch gut für die Füße. Das sehen wir automatisch mit rein. Ihr geht langsam nach oben. Wenn ihr oben seid, Brust raus. Richtig schön, aber langsam nach unten. Nach vorne seid ihr ganz lang. Und dann geht es langsam wieder zurück. Richtig schön nach unten. Wieder kurz den Zehendruck lösen. Wir gehen ein letztes Mal gemeinsam hoch. Wieder Zehendruck. Großzeh, Kleinzeh vor allem. Ihr geht langsam, konzentriert nach oben. Ihr könnt euch auch einen Punkt am Boden nehmen, auf den ihr schaut. Brustbein geht raus. Guckt doch gerne mal nach oben, jetzt zur Decke. Und dann geht die Arme hoch. Und ihr kommt langsam wieder nach unten. Also Arme wirklich ganz locker nach vorne wegstrecken. Genau. Das ist jetzt die Übung, die ihr machen könnt, um ein bisschen mehr Konzentration zu bekommen. Dann gibt es noch eine zweite. Dafür stellt ihr euch hin. Leicht in die Knie rein. Ihr verlagert jetzt, ich zeige es euch ein bisschen seitlich, verlagert jetzt das Gewicht auf den Vorfuß, also richtig vorne auf die Zehen, auf die Ballen. Vers ist so ein bisschen weg, Bauchnabel zieht ihr fest rein und ihr versucht jetzt die Arme Stück für Stück nach oben zu nehmen und wieder nach unten. Nach oben, die ist ein bisschen dynamischer und wieder nach unten. Ihr versucht wirklich vorne auf den Zehengelenken zu sein. Das ist auch wirklich für die Konzentration wieder ein bisschen herzustellen. Auch wenn ihr kribbelig seid, kriegt ihr damit die Konzentration wieder hin, weil ihr euch auch ein bisschen in Anführungsstrichen Energie nimmt. Ja, also dieses Überheblicke. Und immer wieder Knie mehr und weniger beugt. Wenn ihr runter geht, sind sie mehr gebeugt. Wenn ihr nach oben geht, sind sie weniger gebeugt. Und ihr bleibt wirklich auf dem Vorfuß. Das könnt ihr auch ganz, ganz lange machen. Guckt immer, dass ihr Körperspannung habt, ja? Dass wirklich alles in eurem Körper richtig auf Spannung steht. Das fördert die Konzentration ja noch ein bisschen mehr, weil der Körper damit beschäftigt ist, diese Spannung zu halten. Das nimmt euch das Kribbeln. Bei der letzten Übung, die ist so ein Halb-Yoga-Übung, aber sie gibt es in der dynamischen Form, wo es darum geht, Konzentration und gute Laune gleichzeitig zu bekommen. Ihr stellt euch hüftbreit hin, so dass ihr wirklich auch wieder die Füße unterm Hüftgelenk drunter habt. Ihr verlagert das Gewicht auf ein Bein, mit welchem ihr anfängt, ist egal, ihr macht es auf beiden Seiten und stellt einen Fuß am Bein an. Schaut, dass ihr euch nicht festhalten müsst. Wenn es euch hilft, könnt ihr gerne vor den Spiegel gehen, dass ihr euch besser sehen könnt. Wem das Bein da oben noch zu wackelig ist, der bleibt einfach da unten und stellt den Fuß ein bisschen ab. Das ist gar kein Problem. Wenn ihr den Fuß dann abgestellt habt, gehen die Arme nach oben. Ihr schließt oben die Hände, als würdet ihr beten. Und jetzt geht es nach außen. Also wer den Fuß anstellen will, der nimmt den Fuß ein bisschen höher. Wenn nicht, ist er unten. Und das macht ihr ein paar Mal. Wenn ihr vom Spiegel seid, wirklich konzentriert euch drauf, dass das Becken schön parallel bleibt, Schultern schön parallel. Andere Seite, genau dasselbe Spiel. Gerne Fuß da unten, gerne Fuß da oben. Ihr geht mit den Armen auch langsam nach oben und ihr streckt. Richtig schön in der Balance. Und auch so lange machen, wie ihr merkt, okay, ich werde innerlich ruhiger. Das Kribbelige geht weg und jetzt bin ich wieder konzentrierter. Ich wünsche euch mit diesen 5 Übungen ganz viel Spaß. Die könnt ihr auch zu Hause mit eurer Familie zusammen machen. Und dann habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr mit der Familie gemeinsam am Tisch sitzt und es ist gerade, das gibt es glaube ich in jeder Familie, so ein bisschen, naja, alles sind so ein bisschen niedergeschlagen oder vielleicht auch Zankereien mit Geschwisterchen, wie auch immer, dann reicht euch mal alle die Hände. Und gebt den Druck mal weiter in der Runde. Ihr reicht euch die Hände, natürlich die gewaschenen Hände. Und einer drückt, der andere drückt dem Nächsten dann die Hand. Ja? Also ihr seid ein richtig schöner Kreis. Alle halten die Hände unter Druck
wird durch den Kreis weitergegeben. Das geht auch zu zweit, ja, also es geht auch mit dem Geschwisterkind. Wenn ihr mal Streitereien habt oder jemand traurig ist, reicht in die Hände und drückt mal im Wechsel die Hände sanft zu. Und dann werdet ihr merken, dass es ein ganz schönes Ritual ist, für wieder ein bisschen näher zusammenzurücken und sich gegenseitig aufzubauen. In diesem Sinne, ganz viel Spaß damit. Bis ganz bald. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.